Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen jetzt sind nun endlich wieder bei einer neuen Folge Golden Medieval. So, zuallererst vorweg, kleine Entschuldigung von meinerseits, ich hatte die letzten Tage leider Probleme mit Vodafone. Deswegen kamen jetzt leider ein paar Tage keine Videos mehr, aber jetzt geht's wieder voll los. Und wie in der letzten Folge schön aufgehört, beginnen wir mit dem Überfall auf unser Dorf. Also wir sind auch gerade, keine Ahnung, 2 Stunden oder so im Bett erst. Wir müssen jetzt alle wieder rausholen und müssen hier kämpfen gegen einen Bogenschützen. Und ja, noch ein paar andere liebe Freunde. Wir haben insgesamt 5 Marodeure und einen Bogenschützen noch. Dann wollen wir doch mal alle zu den Waffen rufen. Und nach hier draußen holen. So, ich bin gespannt. Ja doch, die werden wahrscheinlich oberhalb reinkommen. Da werde ich jetzt unseren Bogenschützen mal etwas hier hochsetzen. Die anderen hier runter. Oder hier nach vorn schon holen. Jetzt leicht zurückziehen. Jetzt können sie angreifen. Ich hoffe, unser Bogenschütze macht auch was. Okay, auf jeden Fall schon verwundet. Einer von uns. Aber es sind auch... Okay, einer bewusstlos. Ein Marodeur ist aber auch tot von denen. Noch einer von uns bewusstlos. Aber auch noch weitere Marodeure fast bewusstlos. Und wir haben unsere erste Niederlage. Die belagerten Siedler wurden im Herbst des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 1 Stunde 35. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. Oh, bin ich froh. 2 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Brent Carpenter war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Brent Carpenter nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Procol in der Stunde der Not zu verteidigen. Brent Carpenter wehrte die meisten Treffer ab, was vermerkt werden sollte. Also unser Held auf jeden Fall Brent. So, wir haben auf jeden Fall noch einen Marodeur getötet. Der ist auch fast tot, dann würde ich doch mal sagen, versuche ihn doch nochmal zu treffen. So, als unser Meisterbogenschütze sollte das ja eigentlich kein Problem sein. Aber du hast Probleme zu treffen, habe ich das Gefühl. Und schnell genug wirst du auch nicht hinterherkommen. Aber gut. So, ihr beide seid noch am, ja, am Leben, jedenfalls nicht bewusstlos. Dann würde ich doch mal sagen, kümmert euch mal um die Verwundeten, dass die heimgetragen werden. So, jetzt können wir auch wieder ein bisschen schneller laufen lassen. So. Ja, aber hier den letzten einfach so liegen lassen. Ja, das ist aber nicht in Ordnung. Die Sachen werden wir gleich mal alle erlauben, dass die am nächsten Tag auch hochgetragen werden können.
Wir haben den fünften Tag im Herbst, also es wird auch bald in den Winter übergehen. So, Christian. So, ich werde jetzt euch beide mal daran setzen, dass ihr die Verwundeten auch versorgt. So, okay, Christian ist der Einzige, der liegen geblieben ist. Na gut, wenn die anderen sich das zutrauen, noch einen Tag rumzulaufen, dann sollen sie das gern machen. Aber auf jeden Fall lassen wir das hier erstmal schön weiter aufbauen. Und wer die letzten Folgen nicht mitbekommen hat, wir haben mittlerweile zwei Elternschafe, drei kleine Zicklein, obwohl die eine, ja, auch schon gut rangewachsen ist. Und wir haben eine Kuh. Es kam uns schon eine Kuh entgegengelaufen, sage ich mal. Wir haben also jetzt nicht nur Ziegenmilch, sondern auch Kuhmilch. So, und wir haben noch einen neuen Siedler, können wir aufnehmen. Wichtlet kroch praktisch nach Procol hinein. Sie wirkte gesund und wohlgenährt, schien aber von einem unheimlichen Unwohlsein befallen zu sein. Nadeln und Fleisch, Nadeln markieren den Tod, flüsterte sie heiser. Es gab Gerüchte, dass Königin Isabella einen Nekromanten beschäftigte. Wirst du es wagen, Wichtlet einzulassen? Es werden auf jeden Fall in ein paar Tagen ein Bogenschütze und vier Marodeure. Ich glaube, das könnten wir schaffen. Vor allem, da wir noch einen neuen Siedler haben. Und wir haben einen mit Kochkunst 23. Also das sollten wir uns nicht entgehen lassen, einen neuen Koch zu beschäftigen. So, Wichtlet. Auf jeden Fall schaue ich jetzt auch mal, was unser Schweinchen macht. Gezähmt zu 0%. Ja, gut. Also so gut wie Brent anscheinend kämpfen kann. Zähmen kann er noch nicht so gut. Aber wir werden erstmal schnell den Terminplan von allen anpassen. Ich werde auch mal schauen, ob sie irgendein Perk hat, wo sie länger schlafen muss. Schneewittchen. Sie liebt nichts mehr als die schneidende Luft und den knackigen Frost des Mittwinters. Sie lebt auf in der Kälte. Ah, Kannibale. Wichtlet ist gnadenlose Schlächterin und Verschlingerin von Menschen. Sie wird durch Menschenfleisch gestärkt. Oh mein Gott. Hitzeresistent. Sie erträgt die Hitze. Das ist gut. Benachteiligte wurde mit einem Silberblick geboren, was es schwierig macht zu wissen, wohin man schauen muss, wenn man mit ihr spricht. Ja gut, Redekunst. Da soll man jetzt auch gar nicht so weiter drauf eingehen, aber wir werden mal schauen, was sie hier für Fähigkeiten hat. Medizin hat sie nur 3. Das werden wir auf jeden Fall mal runternehmen. Gesund pflegen lassen wir. Meisterschütze 19. Wir haben eine neue Bogenschützin. Bau hat sie nur 4. Das sollten wir, ja, lasse ich mal bei 5 Botanik, nehme ich komplett raus. Umgang mit Tieren hat sie 10. Dass sie fast so gut wie Brent. Lassen wir mal auf 2. Bergbau 18. Auf jeden Fall auch eine sehr gute. Also wir haben wirklich ein Dorf voller Bergbaubegabte. Und sie wird unsere neue Köchin mit Kochkunst 23. Schmieden hat sie 12. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Zimmer 8. Zimmerer Handwerk.
Ja gut, das lassen wir mal auf 3 schneidern. Kann sie komplett vergessen. Intellekt kann sie komplett vergessen. Transport machen wir komplett hoch. Und sie kann auch noch beim Anfertigen von Ziegeln helfen. Das lassen wir aber auf 2. Dann bekommt sie auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe, kein Schild, wenn ein Helm zur Verfügung steht, ein Helm und auch eine Rüstung. Da kann ich ihr sogar sagen, dass sie nur kannibalisch ist. Oh. Oder verschiedene Stimulantien präferieren. Also das ist auf jeden Fall noch was, da muss ich mich noch reinfinden. Gerade ja auch, weil wir hier noch extra, also nochmal alles anpassen können, was sie essen können oder auch neue hinzufügen, neue Profile. Zum Beispiel beim Mahl, das sind jetzt alle Mahlzeiten. Aber die haben, sind, glaube ich, jetzt eingestellt auf alle Nahrungsmittel. Da werde ich auf jeden Fall mich mal drum kümmern, dass das eingestellt wird. Ich bleibe erstmal bei alle, dass alle quasi erstmal dasselbe essen. Werde mich da aber nochmal drum kümmern, dass das eingestellt wird. Aber wir brauchen ja dann auch Menschenfleisch für sie. Also dürfen wir nicht alle verbrennen. Da werde ich hier auch, also auf jeden Fall erstmal Holz und Kohle wegnehmen. Und Leiche des Feindes rausnehmen. Dass unsere Feinde am Leben bleiben. Und hier mit reingenommen werden. Hier kann man dann auch die Trophäen herstellen. Sehr interessant. Mache ich noch einmal rohes Fleisch, entferne alles, Leiche des Feindes hinein. Und das für immer. Aber ah ja, wir brauchen ja jetzt auch noch ein neues Bett. Wir sind ja jetzt eine Person wieder mehr. Da würde ich doch auch gleich mal sagen, nachdem Wüstlet sich ausgerüstet hat. Okay, kann sie das Bett nicht bauen, weil sie zu schlecht ist? Da werde ich mal Harne dran setzen, dass er jetzt schnell ihr Bett baut. Oder halt das letzte Bett. Damit jeder auch im Bettchen schlafen kann, wenn in 23 Stunden die Feinde wieder eintreffen. Okay, hat anscheinend nicht so gut geklappt. Er schläft jetzt in dem Blueprint, weil er, ja. So, der nächste Morgen bricht heran. Erstmal alle schön beten, 2 beten jeweils und 2 spielen. Und jetzt wird hoffentlich das Bett weitergebaut. Okay. Anscheinend noch nicht. Okay, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden, bevor der nächste Suchtrupp wieder eintrifft. Da werden wir einmal den Terminplan wieder etwas anpassen, dass die Leute jetzt schlafen gehen und dann zumindest etwas ausgeruht sind, wenn unsere Gegner kommen.
Verschwundenes Eigentum, gewalttätige Erpresser. Eine Gruppe von Baronen und ein Leibeigener, der einen Metallkäfig auf Rädern zog, trafen ein. Wishtlet soll mit uns kommen, befahl der größte der Adligen. Sie ist ein Liebling von Königin Isabella. Bringt Wishtlet sofort her, es wird ihr kein Leid geschehen. Der Leibeigene sah dich an und schüttelte den Kopf. So, wir können jetzt wieder gegen sie kämpfen, kriegen dadurch eine positive Stimmung und gegen einen Bogenschützen und 5 Marodeure. Es stand doch vorhin 4 Marodeure. Oder habe ich mich da etwa verlesen? Aber wir werden natürlich gegen sie kämpfen. Da werde ich auf jeden Fall mal alle hier hinschicken. Und unsere 2 Bogenschützen mal hier daneben hin. So. Hier kommt wieder ein klein bisschen vor die anderen. Okay, vielleicht doch noch mal ein Stückchen hier rüber. Und dann warten wir, bis unsere Feinde mal angekommen sind. So, da sind sie auch schon. Los! Alle auf, sie! Los, macht sie platt! Sie werden sie nicht wiederkriegen! Bogenschütze ist auch weg! Und wir haben es geschafft, ohne dass einer von uns bewusstlos ist. Die belagerten Siedler wurden im Herbst des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 1 Stunde 48. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. 5 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Quenhilda Ward war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Recate Hazel nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Procol in der Stunde der Not zu verteidigen. Brent Carpenter wehrte die meisten Treffer ab, was vermerkt werden sollte. Wir werden natürlich, ja, den letzten auch noch mitnehmen und jetzt alle wieder raus aus dem Kampfmodus. Den Terminplan passe ich jetzt nochmal schnell an. So. Und dann können jetzt erstmal alle wieder schlafen gehen. Wir haben jetzt auch unser Menschenfleisch für unsere Heldin. Oder für Wishtlet. Und ich habe auch gleich mal für Wishtlet, für die Menschenesserin, für die Kannibalin eine Mahlzeit angelegt mit geräuchertem Fleisch vom Menschen und rohes Menschenfleisch. Freundlicher Besuch, Handelskarawane. Ein Duft von Gewürzen in der Luft kündigte die Ankunft einer Handelskarawane an und hob die Stimmung der Einwohner von Procol. Brachte sie Pelze, Stoffe oder Neuigkeiten aus der weiten Welt? Ich habe euch guten Menschen so viel zu bieten, rief ein Stoffhändler. Kommt, lasst uns Handel machen. Ja, los, kommt, lasst uns Handel machen. Und wir haben auch mittlerweile sind die ersten Balken hier im Bau. So dass wir bald endlich unseren Fußboden reinziehen können und das Lager quasi unten aufbauen können mit Schränken und dies und das. So, was hat denn unser schöner Händler jetzt zu bieten? Er hat auf jeden Fall etwas zu essen mit. Apfelbaumsetzlinge
Da werden wir mal schauen, dass wir die vielleicht mitnehmen und auch schauen, was wir ihm anzubieten haben. Wir können ihn ein Dolch anbieten. Dubiosen Fusel hat er. Unsere Pflege können wir ihm anbieten, weil, ja, erstens sind die schlecht und zweitens brauchen wir die eh gerade nicht. So, liebe Freunde, wir können jetzt unseren ersten Zwischenboden hier reinsetzen. Da werde ich einen Kalksteinboden nehmen. Dass es quasi so Etage von Etage ein bisschen abgehoben ist. Da werde ich hier eine wunderschöne Kalksteinebene machen. So, erstmal so weit, wie wir auch auf jeden Fall kommen. Jetzt hier hinten die Ecke noch mit ausfüllen. Und das können wir dann bauen lassen. Können auch schon hier die Wände dann quasi tauschen in Kalkstein-Ziegelwände. Und können dann unsere Treppen umsetzen, dass wir hier auch die Balken reinkriegen und alles wirklich endlich mal soweit schön bauen können. Aber das wird dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge wieder werden. Und schaltet da gern wieder ein, lasst gerne positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!